Hallo und willkommen zu Teil Nummer 5 unserer Serie über Materialungleichgewichte. Es geht nach wie vor um Turm gegen zwei Leichtfiguren, aber dieses Mal betrachten wir dieses Ungleichgewicht im Endspiel, also ohne Damen auf dem Brett. Und wir haben hier auch direkt die erste Stellung. Was können wir feststellen? Schwarz hat einen Turm und zwei Bauern für die beiden weißen Leichtfiguren. Wie wir bereits in den Videos über Qualität mehr, weniger und natürlich auch im ersten Video über Turm gegen zwei Leichtfiguren gesehen haben, sollte man, um diese Materialverhältnisse einzuschätzen, immer schauen, wie geht es denn den Türmen? Haben die viele offene Linien, können die viel angreifen und wie aktiv stehen die Figuren? Hier muss man sagen, dass die schwarzen Türme nicht allzu aktiv stehen und ja auch schwer aktiviert werden können, denn der Läufer auf D6 ist ein Monster, keiner der schwarzen Türme kann nach B8 und das ist natürlich ein großes Problem. Jetzt ist die Frage, wie sollte Weiß das ausnutzen? Weiß fand hier in der Partie einen guten Weg, und zwar Turm B1. Es ist wichtig zu verstehen, dass Weiß diese Stellung wahrscheinlich nicht gewinnen wird, indem man nichts tut oder versucht, irgendwelche Bauern anzugreifen. Denn ja, zum einen ist es sehr schwierig, die schwarzen Bauern anzugreifen. Der Bauer auf A7 ist sehr gut gedeckt. Der C-Bauer von Weiß, der läuft erstmal nirgendwo hin. Und auch die Bauern am Königsflügel wirken jetzt nicht so super schwach. Sondern auch hier, obwohl die Damen bereits vom Brett sind, sollte man versuchen, gegen den schwarzen König zu spielen. Schwarz hat hier König C8 gespielt und das war wahrscheinlich schon ein grober Fehler. Besser wäre König E6. Der König sollte aktiv bleiben. Das hilft nicht nur dem König, sondern tatsächlich auch den Türmen. Denn mit dem König auf C8 ist die Verbindung der schwarzen Türme unterbrochen. Weiß könnte sowas wie Turm B7 spielen und hier ein ganz, ganz wichtiger Plan. Schwarz sollte mit Turm D8 fortsetzen und Turm D7 anstreben, denn das würde die Türme tauschen. Und hier ist es nicht so einfach für Weiß. Tatsächlich nach Turm schlägt G7, Turm D7. Wenn Weiß schlägt, dann ist Schwarz schon sehr glücklich, denn plötzlich hat man hier diesen entfernten Freibauern. Ja, den hatte man auch schon vorher, aber den kann man jetzt etwas freier bewegen, weil eben Weiß keinen Turm mehr hat, der den angreifen und vielleicht auch abholen kann. Der schwarze Turm hat etwas mehr Freiheiten als zuvor. Man hat jetzt zum Beispiel die G-Linie und dementsprechend ist diese Stellung tatsächlich schon recht schwierig für Weiß. Natürlich muss Weiß die Türme nicht tauschen, sondern kann sowas wie Turm C7 spielen, aber dann wird Turm C8 folgen. Und ja, die Idee von Schwarz ist tatsächlich auch hier die gleiche. Also man möchte dann einfach entweder den Turm nach D8 und D7 stellen oder nach Turm G7 kann man natürlich auch über sowas wie Turm G8 nachdenken, was den G2 indirekt angreifen würde. Das heißt, König E6, der aktive Weg, wäre besser gewesen. Aber schauen wir mal, warum König C8 nicht so gut war. Das Problem ist, dass Schwarz jetzt erstmal keine Möglichkeit hat, die Türme zu aktivieren. Und der Plan mit Turm D8, Turm D7, Turm B7, um den Turm zu tauschen, ist recht langsam. Jetzt ist die Frage, wie sollte Weiß die Stellung weiter verbessern? Weiß hat einfach erstmal den König aktiviert. Das ist grundsätzlich eine gute Idee. Jetzt kam Turm D8, König C4, Turm D7. Also Schwarz ist eigentlich sehr konsequent bei seinem Plan. Und hier folgte König D5. Ja, jetzt sehen wir schon das Problem. Schwarz ist einfach ein Zug zu langsam für Turm B7, denn der Springer auf C6 hängt. Deshalb folgte Schach und König E6. Und nach Springer C6 ist Weiß am Zug. Schwarz möchte natürlich im nächsten Zug Turm B7 spielen. Und die Frage ist jetzt, wie sollte Weiß damit umgehen? Weiß kann nach Turm B7 den eigenen Turm sowieso nur von der B-Linie wegziehen, weil man möchte ja nicht tauschen. Deshalb tut Weiß das sofort und spielt Turm A1. Und die Hauptidee nach Turm B7, was in der Partie nicht kam, ist Springer A4. Der Punkt ist, es droht jetzt Springer B6. Und hier ist es nicht so einfach für Schwarz. Nach Springer A5, was die A-Linie verschließt, könnte Weiß Springer H4 spielen. Jetzt soll Springer F5 folgen. Das kann man auch nicht so gut verhindern, denn sobald man G6 zieht, hängt der F6. Und falls sowas wie Springer B3 kommt, zieht man einfach Turm A2. Und hier kann Schwarz die Stellung nicht wirklich verbessern. Nach Springer A5 kommt einfach Springer F5. Und hier hat Weiß verschiedene Ideen. Eine ist es mit Sicherheit, mit Läufer E7, Springer G7 einfach den Bauern abzuholen. Aber die andere ist es auch einfach erstmal zu sehen, was Schwarz zieht, denn der Springer kann natürlich wegen Springer B6 nach wie vor sich nicht bewegen.
Eine Sache, die noch wichtig ist, dass man hier nicht mit Springer D5 spielt, denn erst nach Springer D8 ist dem König das Feld D5 genommen worden und nach König F5 kommt König D7 und plötzlich kommt der schwarze König wieder raus und Schwarz hat es geschafft, den Turm auf eine offene Linie zu bringen. Und nach Springer B6 kommt noch ein wichtiges taktisches Motiv, denn hier kann Schwarz auf B6 schlagen und dann auf D6 schlagen. Und nach Turm A7, Turm B8 ist es recht wahrscheinlich, dass Weiß hier diese beiden Bauern am Königsflügel bekommt und Schwarz den B6 Bauern. Und dann sollte die Stellung ungefähr ausgeglichen sein. Aber ja, in der Partie kam wie gesagt nicht Turm B7, sondern König D8. Und hier sehr, sehr schöne Idee von Weiß. Der König ist jetzt sehr aktiv, die Figuren stehen alle mehr oder weniger da, wo sie gerne stehen möchten, deshalb G4. Weiß möchte jetzt die schwarze Bauernkette aufweichen und dazu möchte man einfach G5 spielen. Das ist auch nicht so einfach zu verhindern mit Schwarz, denn ja, nach H6 hat Weiß natürlich zum Beispiel die Idee mit H4 zu spielen und dann droht man wieder das Gleiche. Der G-Bauer darf sich nicht bewegen wegen dem F6-Bauern und ja, was soll Schwarz nun tun? Schwarz spielte Turm C8 in der Partie. Es folgte trotzdem G5. Und hier hat Schwarz genommen, wahrscheinlich aus Mangel an Alternativen. Nach Springer D4 Schach würde man einfach nehmen und Springer B5 spielen und hier ist einfach zu viel schwach bei Schwarz. Also der A7 hängt, der D4 hängt. Weiß möchte auch auf F6 nehmen und die schwarzen Türme stehen super passiv. Das ist natürlich eine Katastrophe. Nach F schlägt G5 spielte Weiß Turm G1. Hier muss ich sagen, dass die Partienotation etwas komisch wurde. Springer schlägt G5 wäre schon der logischste und auch tatsächlich der beste Zug. Nach König E8 sollte man erstmal Springer E4 spielen. Und dann möchte man Turm F1 folgen lassen. Vielleicht kurz, warum kann man nicht sofort Turm F1 spielen? Das sieht ja logisch aus. Der Punkt ist, dass nach Springer D8 König schlägt E5, Turm schlägt D6 folgt. Und nach König schlägt D6 kann Springer B7 kommen und dann gewinnt Schwarz den C5-Bauern. Hier ist nur noch ein Bauer von Weiß auf dem Brett, was das Gewinnen auf jeden Fall schwieriger macht. Vielleicht kann man es in einer praktischen Partie trotzdem schaffen, aber es ist einfach cleverer mit Springer E4 anzufangen. Das deckt den Läufer auf D6 und Schwarz hat sowieso keine sinnvollen Züge, also als nächstes wird Turm F1 kommen. Ja, stattdessen kam wie gesagt Turm G1, ich meine ganz unlogisch ist der auch nicht, und nach König E8 folgte Springer E4. Und ja, hier nach Turm F7 wurde in der Partienotation Läufer schlägt E5 angegeben und es folgten sehr komische Komplikationen. Deshalb werde ich das für unsere Zwecke hier einfach mal abkürzen, weil es kann auf G5 nehmen, der Turm ist angegriffen und dann kann man auf H7 nehmen. Und hier hat Weiß in jedem Fall was erreicht, denn der G7 ist schwach, der E5 ist schwach, der König steht schlecht und hier droht man ja eventuell auch schon Springer F6. Das ist keine gute Stellung für Schwarz und Weiß sollte sehr bald gewinnen. Ja, warum waren hier im Endspiel die zwei Figuren besser als der Turm? Das lag vor allem an dieser Stelle daran, dass Schwarz es nicht schafft, die Türme oder wenigstens einen Turm zu aktivieren. Der A-Bauer steht noch sehr weit hinten und kann deswegen erstmal noch nicht loslaufen, weil es auch recht wichtig ist, dieses Feld B6 nicht für den Springer zugänglich zu machen. Und die weißen Figuren waren hier einfach zu aktiv und haben daher die schwarze Stellung zu passiv gemacht. Kommen wir nun zu dieser Stellung. Hier hat Schwarz zwei Leichtfiguren gegen den Turm und es gibt nur noch Bauern an einem Flügel. Wichtig ist natürlich festzustellen, dass Weiß hier keinen Bauern zusätzlich zum Turm hat, was bedeutet, dass Weiß durchaus einen kleinen materiellen Nachteil hat. Aber dafür ist das Material bereits sehr reduziert und je weniger Bauern auf dem Brett sind, desto höher sind natürlich die Chancen, dass die Stellung ja, Remis ausgeht. Aber schauen wir mal, wie Schwarz das jetzt hier behandelt hat. Schwarz spielte G5. Und hier können wir schon die erste typische Idee sehen. Schwarz muss natürlich irgendwie eine Schwäche in der weißen Stellung schaffen. Und da bietet sich wahrscheinlich der Bauer auf F3 an. Den möchte man schwächen und dann bei Gelegenheit möchte man dort einfach rausschlagen, die beiden Leichtfiguren gegen den Turm zurückgeben und in ein gewonnenes Bauernendspiel abwickeln. Natürlich ist das alles nicht so einfach, aber wir schauen mal, wie es weiterging. Ja, Weiß hat erstmal König G1 gespielt und gesagt, G4 droht noch nicht und jetzt kam H5. König F2 und König E6. Beide Seiten aktivieren die Könige und nach Turm C8 König F5. Turm D8. Okay, Schwarz zieht erstmal den Läufer nach E6. Jetzt kam Schach. König E2, Springer E5. Turm H8 und H4. Der Turm ging nach D8. Bis hierhin ist nicht allzu viel passiert.
Schwarz spielt Läufer D7, Turm B8 und Läufer C6. Und jetzt kam Turm B3. Hier steht Weiß vor einer recht unangenehmen Wahl. Sollte man mit H3 den Bauernvormarsch von Schwarz stoppen oder sollte man das lieber nicht tun? Und das ist tatsächlich sehr schwierig zu beantworten. Also, ich bin in meiner Analyse zu dem Schluss gekommen, dass H3 wahrscheinlich Remis hält, aber ich kann verstehen, dass man das vermeiden möchte. Denn natürlich geht man hier das Risiko ein, dass der schwarze König nach G3 läuft und dann den G2 wegnimmt. Und das wäre schon blöd, wenn der G2 fällt, weil wenn der G2 fällt, fallen wahrscheinlich auch F3 und H3. Aber zumindest wenn Schwarz das sofort tut, dann kann man erstmal König F2 spielen und nach Springer D3, König G1, König G3 hat man noch Turm G8. Und hier ist es nicht so einfach für Schwarz Fortschritte zu erzielen. Aber ja, in der Partie kam nicht H3, denn Weiß hat sich wahrscheinlich Sorgen gemacht, dass Schwarz das mit etwas ruhigerem Spiel vielleicht doch noch ausnutzen kann. Auf jeden Fall kam Turm B3, jetzt kam erstmal Läufer D5, Turm A3 und H3. Also, Schwarz schwächt diesen Bauern auf F3. Und auch hier ist die Frage, sollte man G4 spielen oder sollte man auf H3 nehmen? G4 hat den Vorteil, dass es die Bauern etwas kompakter hält. Also, so ein doppelter H-Bauer ist jetzt natürlich als Mehrbauer auch nicht allzu viel wert. Aber der Nachteil ist, es bleiben mehr Bauern auf dem Brett, was wiederum die schwarzen Chancen erhöht. Und hier ist ganz wichtig zu verstehen, dass man mit Schwarz nicht nach F4 gehen sollte, denn nach Turm A4, Läufer C4 und König F2 haben die schwarzen Figuren ein bisschen Schwierigkeiten, sich gut gegen den F3 zu koordinieren, weil der König immer so ein bisschen auf Matt steht. Deshalb sollte der König wahrscheinlich erstmal den Rückmarsch antreten und hier muss Weiß jetzt unbedingt Schachs geben, immer weiter Schachs geben, sodass Schwarz nicht dazu kommt, auf F3 zu nehmen. Und wenn der König sich auf G7 versteckt, kann man nach A3 gehen. Und in diesen Stellungen ist eben ganz wichtig, welche Bauernendspiele man zulassen kann und welche nicht. Und das mit dem König auf G7 kann man zulassen. Schwarz kann hier natürlich irgendwie mit sowas wie Läufer C6 weiterprobieren. Aber wir wollen mal schauen, was ist denn mit dem Bauernendspiel, denn immerhin hat Schwarz ja hier einen Bauern mehr. Das Problem ist, dass man diese Stellung tatsächlich nicht gewinnen kann. Denn nach König E6, König D4, man kann den weißen König nicht verfolgen, weil man hier zu viele Schwächen hat am Königsflügel, also müsste man mit F5 spielen. Aber hier kommt es Weiß jetzt zugute, dass nur noch so wenig Bauern auf dem Brett sind. Und nach G schlägt F5, König F5. König E3 ist diese Stellung Remis. Das Einfachste ist es, sich hier in der Ecke zu verstecken und da gibt es überhaupt gar keine Ideen für Schwarz. Aber Weiß hat sich für G schlägt H3 entschieden. Auch das ist nicht ganz unlogisch, denn hier werden einfach die Bauern reduziert. Jetzt spielte Schwarz König F4 und Turm A4. Natürlich kann Schwarz nicht, Weiß nicht einfach zulassen, dass Schwarz auf F3 nimmt, dann wäre die Partie sofort erledigt. Deshalb kam das Schach und nach König F2, F6. Ja, hier hat Weiß wieder Turm A3 gespielt. Das ist wahrscheinlich ganz clever. Man möchte natürlich nicht mit König G2 abwarten, denn dann kommt der König nach E3. Das macht die Sache für Weiß nur schwieriger, denn nach König G3 kommt F5. Der Bauer kommt nach vorne und dann kann der Springer sich vielleicht irgendwie nach H4 umgruppieren. Das sieht hoffnungslos aus. Deshalb Turm A3 ergibt auf jeden Fall Sinn und es kam Läufer B5. Turm B3 und Schach. König G2 und Läufer C4. Turm C3, Springer E5. Ja, der Springer greift jetzt wieder F3 an. Turm A3 und Läufer D5. Jetzt kam wieder Schach und plötzlich schafft es der König nach E3. König G3 und F5. Und genau die Idee haben wir eben schon mal kurz angesprochen. Jetzt kam Turm A3 Schach. Sowas wie F4 hilft natürlich auch gar nicht, denn nach G schlägt F4, Turm schlägt F4, Läufer E4. Ist der Turm auf F4 leider nicht stabil, weil Schwarz ja auch noch einen Springer hat, der den angreifen kann. Und nach H4, Springer D3, Turm F1, kann man F4 spielen. König G4 und F3. Und der Bauer wird durchlaufen. Schwarz muss dann ziemlich sicher mit zwei Leichtfiguren, also mit Läufer und Springer matt setzen können. Das will vielleicht nicht unbedingt jeder, aber manchmal hat man keine Wahl. Deswegen ist zu empfehlen, dass ihr das kennt. Ja, stattdessen kam das Schach, aber das ändert nicht viel, denn nach Springer D3, H4 hat Schwarz genommen und den F3 genommen und nach König G5 kam Läufer E4 und auch hier ist der schwarze Plan wieder sehr einfach. Es folgte Turm A6, F4, Turm F6, F3 und nach H4, F2 hat Weiß genommen, H5. König F3. Hier ist eigentlich nur noch wichtig, dass Schwarz es schafft, diesen Bauern aufzuhalten, ohne eine Figur abzugeben. Und ja, es kam König F6, König F4, H6 und Springer H3.
Die Idee ist dann Springer G5 zu spielen, dann wird man langsam diesen Bauern abholen und dann muss man eben mit Läufer und Springer matt setzen. Aber ja, das hat der Weißspieler hier Yusupov zugetraut und dementsprechend hat er aufgegeben. Schauen wir nochmal kurz in die Ausgangsstellung. Also, objektiv ist diese Stellung Remis. Das sollten wir uns merken, aber die Frage ist natürlich, wie kann man in solchen Stellungen praktische Probleme stellen. Dazu ganz wichtig, die beiden schwarzen Leichtfiguren brauchen einen Punkt, den sie gemeinsam angreifen können. Den hat Schwarz hier mit Hilfe von H5, H4, H3 geschaffen. Denn dann wurde der Bauer auf F3 schwach. Und dann hat man natürlich die Optionen, gewonnene Bauernendspiele abzuwickeln, weil Weiß hat ja hier keinen mehr Bauern in dem Sinne. Und ja, das war, denke ich, ein gutes Beispiel für das Spiel an einem Flügel. Da kann man auch sehen, da sind die Leichtfiguren auch gar nicht schlechter als der Turm, weil sie müssen sich ja nur auf einen reduzierten Punkt konzentrieren. Im Normalfall, wenn es ums ganze Brett geht, dann hat der Springer schon einen großen Nachteil gegenüber dem Turm, weil er ja nicht so leicht von Königs zum Damenflügel zum Beispiel kann. Aber wenn es alles an einem Flügel stattfindet, dann ist da der Vorteil des Turmes irgendwie nicht so vorhanden. Kommen wir nun zu dieser Stellung. Hier ist etwas Chaos auf dem Brett, würde ich sagen. Weiß hat einen Turm und einen Bauern gegen zwei Springer und auf den ersten Blick ist das nicht so leicht einzuschätzen. Der weiße Vorteil ist grundsätzlich, dass der Turm hier auf H8 sehr aktiv steht und wie ich bereits mehrfach erwähnt habe, ist ein typischer Plan in diesen Stellungen eben nur mit einem Turm zu spielen. Also die Seite mit zwei Leichtfiguren möchte gerne den Turm auf dem Brett behalten und die Seite mit den beiden Türmen würde gerne nur mit einem spielen. Und da der Turm auf H8 steht, ist das schon fast automatisch möglich. Und Thal spielte hier F4. Die Idee ist ganz interessant. Die Türme brauchen offene Linien. Momentan hat der Turm nur die offene H-Linie, das reicht vielleicht nicht und der König steht hier noch im Zentrum. Da Schwarz am Damenflügel noch nicht so gut entwickelt ist, versucht Weiß einfach die Stellung zu öffnen. Und hier kam Läufer B7. Das ist schon ein grober Fehler. Stattdessen sollte Schwarz wahrscheinlich am besten sowas wie D4 spielen und nach F schlägt E5 erst dann Läufer B7. Der Unterschied ist recht groß, denn jetzt nach Turm A8, Läufer A8, G4 kann der Springer nach E3 und nach Turm H1 Springer schlägt E5, sowas wie Turm H8 und Läufer C6. Sollte Schwarz hier recht stabil stehen, den G7 kann man auf jeden Fall behalten. Aber auch hier muss ich sagen, ich hätte wahrscheinlich schon etwas lieber Weiß. Aber wir wollen vor allem gucken, warum war Läufer B7 denn jetzt nicht so toll. Das Problem ist, dass Weiß hier auf A8 nimmt und G4 spielt. Und nach Springer E7 F5. Jetzt werden die schwarzen Figuren zurückgedrängt und vor allem hat Weiß hier sehr leichtes Spiel dabei, einen Freibauern zu bilden. Zunächst kommt aber erstmal Turm H1. König G8, weil den Turm nach H8 lassen wäre purer Selbstmord und G6. Und hier können wir noch eine wichtige Sache feststellen. Die schwarzen Figuren haben keine aktiven Posten. Also momentan stehen sie natürlich alle recht sicher, decken sich gegenseitig, aber das ist ja kein Weg, aktiv zu werden. Und hier ist auch nicht klar, wo würden die Figuren denn besser stehen. Und das ist genau das Problem. Es gibt keine Vorposten für die Springer oder auch für den Läufer. Schwarz hat jetzt D4 gespielt und es kam Turm H7. Weiß droht jetzt F6 mit der Idee, dass der Springer auf E7 dann eben einmal zu wenig gedeckt ist, wenn Schwarz auf F6 nimmt. Deswegen kam Springer D5, aber Weiß möchte weiterhin einen Freibauern bilden, G5. Hier möchte man irgendwie F6 durchdrücken. Es kam Springer D8, Läufer D6, das greift den Bauern auf E5 an und nach Springer C6 hat Weiß viele Wege weiterzuspielen, aber Thal fand einen sehr, sehr direkten Weg, denn er spielte Läufer F8. Das greift einfach den Bauern auf G7 an und ja, ist ein cleverer Weg, eine Figur zu tauschen. Nach König E7 folgte Turm schlägt A8 und hier können wir sehen, der schwarze Bauer auf A6 ist eine Schwäche, es kam jetzt König D6 und Weiß ist hier nicht so gierig und nimmt den Bauern, sondern spielt lieber F6. Und nach G schlägt F6, G7. Und jetzt nach Springer E7 hat Weiß auf A6 geschlagen. Anschließend kann man auf F6 schlagen und die Bauern sind einfach viel zu stark für Schwarz und deshalb gab Schwarz hier auch auf. Ja, was war in dieser Stellung wichtig? Ich glaube, es war sehr wichtig, die Stellung nach Läufer B7 zu verstehen. Weiß tauscht hier einen Turm, das kommt Weiß schon mal in jedem Fall entgegen. Dazu kommt, dass Weiß nach diesem Turmtausch auch noch den Zug G4 hat, was die schwarzen Figuren zurückdrängt, was Weiß dazu befähigt, bald einen Freibauern zu bilden mit Hilfe von F5 und zum Beispiel F6 oder eben G6, F6, wie es in der Partie kam. Und was auch noch ganz wichtig ist, die schwarzen Figuren haben keine richtigen Angriffspunkte und können sich so
nicht so gut koordinieren, weil sie eben nicht wissen, wo sie denn eigentlich am besten hin sollen, weil wenn es nichts anzugreifen gibt, was sollen sie dann tun? Schauen wir nun noch diese Stellung an. Auch hier sollten wir natürlich erst einmal versuchen, uns einen Überblick zu verschaffen. Was ist hier der Fall? Schwarz hat einen Turm und einen Bauern für zwei Leichtfiguren, aber einer dieser Bauern ist ein doppelter F-Bauer. Dazu wurde schon ein Turmpaar getauscht, also das kommt ja grundsätzlich Schwarz entgegen. Der Nachteil für Schwarz ist, es gibt hier erstmal keinen Freibauern und es ist nicht ganz offensichtlich, wie man einen bilden soll. Und genau das ist das Hauptproblem, um das Schwarz sich hier kümmern muss. Und Schwarz fand einen fantastischen Weg, das zu tun. Vielleicht kurz, warum sollte Schwarz so spielen, wie er das getan hat? Das Problem ist, dass wenn Weiß es irgendwie schafft, hier eine gute Blockade zu errichten, dann wird nur noch Weiß auf Gewinn spielen, weil man hat dann zum Beispiel diesen H-Freibauern und es ist einfach schwierig für Schwarz irgendwas anzugreifen. Aber Schwarz findet hier C4. Dieser Zug basiert darauf, dass man Durchbruchsmotive hat, sobald der Bauer auf A3 steht. Was kann man hier spielen? Also in der Partie kam Läufer C4, der ist auch für mich etwas logischer. Nach B schlägt C4 ist die Idee Turm B8. Schwarz möchte B3 spielen und nach Läufer B1, B3 ist einfach die Idee, wenn man nimmt, dann kann der Turm nehmen. Das funktioniert also gar nicht und deswegen sollte Weiß A3 spielen und hier kann man Turm E8 folgen lassen. Der weiße C-Bauer ist hier überhaupt nicht relevant. Schwarz versucht jetzt den Läufer von B1 zu verjagen. Nach König F2 hat man Turm H8. König G2 und hier kann man erstmal B2 spielen. Jetzt hat man verschiedene Ideen. Natürlich hat man immer noch die Idee, den Turm auf die erste Reihe zu bringen, aber man hat auch die Idee, mit Turm B8, Turm B3 den A3 anzugreifen. Und diese Stellung ist sehr, sehr schwierig zu halten für Weiß. Deshalb Läufer schlägt C4 absolut logisch. Und jetzt hat Schwarz Turm C8 gespielt. Ja, der Punkt ist, Weiß darf jetzt hier natürlich nicht nehmen und Schwarz hat jetzt zusätzlich die Idee, auf C4 zu opfern und dann mit B3 durchzubrechen. Deswegen kam Läufer D3 und hier A3. Schwarz versteht, dass der Bauer auf A2 natürlich wesentlich leichter anzugreifen ist als der auf B3, beziehungsweise noch besser gesagt, er ist wesentlich schwerer zu verteidigen. Denn ja, der Springer ist momentan sehr, sehr weit weg und der Läufer hätte eben nur B1 zum Verteidigen. Das ist kein optimales Feld, weil er dann natürlich nicht so sicher steht, wie zum Beispiel auf C4. Weiß hat jetzt hier König E3 gespielt. Es gibt, denke ich, noch zwei andere logische Optionen, und zwar irgendwie den Springer ranzuholen. Schauen wir vielleicht erstmal Springer F4 an. Hier ist Turm C1 nicht gut, denn es folgt Springer D5 und dann hängt der B4, das wäre also sehr blöd für Schwarz. Stattdessen sollte man Turm C3 spielen. Und ja, der Läufer ist gefesselt, also vielleicht König E3 und hier kommt Turm schlägt B3. Man darf nicht nehmen, weil der A-Bauer sofort durchläuft. Deshalb ja, Springer E2 und Turm B2. Springer C1 und B3. Auch ein wichtiger Durchbruch. Und hier muss Weiß darauf setzen, dass man nach A schlägt B3, A2, Springer nimmt, Turm nimmt, diese Stellung hält. Das sollte im Allgemeinen natürlich gelingen, aber ja, hier muss man auf jeden Fall noch einiges zeigen. Und Schwarz kann ganz glücklich sein, dass er dies aus der Anfangsstellung bekommen hat. Stattdessen vielleicht Springer F2. Das hat aber den Nachteil, dass jetzt nach Turm C1 kein Springer D5 mehr möglich ist, was er den Bauern angreift. Und hier sollte Weiß wahrscheinlich H4 spielen und nach Turm A1, Läufer C4, Turm A2, Springer D3. Der Punkt ist, dass hier nach Turm F2 König nimmt A2, Springer schlägt B4, A1, der Springer zurück nach D3 kann. Und das sollte eine Festung sein. Weiß muss einfach den Springer nach F4 stellen. Der König wird nach G2 wollen und dann den Läufer nach D5. Und da sehe ich keinen Weg, wie Schwarz das durchbrechen kann. Aber auch hier, das ist ja keine schlechte Ausgangssituation für Schwarz, so eine Stellung zu bekommen. Ja, stattdessen kam König E3. Auch das sieht ja logisch aus, der König soll einfach am Damenflügel aushelfen. Und Turm C1. Springer F4, Turm A1. Jetzt kam Springer D5. Okay, Weiß versucht einfach Bauern zu tauschen, denn auch hier hat man dann natürlich immer mal die Option, die Leichtfigur zurückzugeben, einfach um ein Endspiel mit Qualität weniger, aber vielleicht mit Festung zu erreichen. Aber hier hängt jetzt der H2 und es kam Läufer E2. Hier hat sich Schwarz für Turm H3 entschieden. Das ist ein technisch sehr starker Zug. Was ist der Punkt? Ja, der König auf E3, der hat ja momentan die Option, am Damenflügel zu helfen. Deswegen greift Schwarz den G3-Bauern an und sorgt so dafür, dass der König passiver werden muss.
Weiß hat hier König F2 gespielt. Nach König F3 würde Turm H1 folgen. Und ich denke, hier wollte Weiß einfach in der Lage sein, Läufer F1 zu spielen. Deshalb kam König F2 und F5. Auch das starke Idee. Schwarz hat jetzt auch noch F4 als Option, einfach um den G-Bauern aus dem Weg zu räumen und dann den B3 zu nehmen. Es kam Springer A2 und hier kam F4. Ich muss sagen, ich hätte hier vielleicht sowas wie König F6 bevorzugt, einfach weil ich nicht sehe, wie Weiß die Stellung verbessert, aber der schwarze König aktiver natürlich in jedem Fall besser ist. Nach König G2 kann man nach H8 gehen und nach Läufer C4 König E5 läuft der schwarze König los und ja, das ist sicher keine einfache Stellung für Weiß. Aber F4 ist auch interessant, die Idee ist natürlich jetzt B3 zu nehmen und nach Läufer C4 ging Schwarz einfach zurück. Auch hier möchte Schwarz früher oder später den König aktivieren. Es kam jetzt Läufer F1, das ja, ist gegen Turm H2 gerichtet, also dass man nach Turm H2 Läufer G2 hat. Aber jetzt kam König F6, König G3 und Turm H5. Läufer F1 und Turm C5. Die Idee ist es natürlich jetzt den Springer anzugreifen, sodass der Läufer ihn nicht decken kann. Es kam Läufer D3, das verhindert Turm C2 und nach Turm D5 kam Läufer A6. Und das ist kein guter Zug. Stattdessen muss Weiß hier Läufer E4 finden, mit der Idee, dass man nach Turm D2 Springer C3 hat und der schwarze Turm jetzt kein Feld hat, um den Springer anzugreifen. Und das Endspiel nach A2 nimmt, ist Remis. Hier ist es am allerwichtigsten für Weiß, dass man den König nicht nach F5 lässt. Aber auch das kann Schwarz natürlich für immer probieren und Weiß kann auch in so einer Stellung natürlich Fehler machen. Stattdessen kam Läufer A6 und jetzt folgt Turm D2. Springer C3 ist jetzt nichts, denn nach Turm C2, Springer E4, König G7, kommt eben A2, A1 und Schwarz holt sich eine Dame, deshalb muss Läufer C4 kommen. Und nach Turm D4 ja, hat Weiß nichts Besseres gesehen, als den Läufer zurückzuziehen und hier ist König F5 sehr stark. Das Problem ist, der weiße König darf jetzt nicht verhindern, dass der schwarze König nach E4 kommt, weil dann F4 mit Schach hängt. Und der schwarze König möchte einfach aktiver werden und in Richtung des weißen Springers laufen. Und Weiß hat hier einfach keine Ideen, das zu verhindern. Und deshalb gewinnt Schwarz. Ja, fassen wir nochmal zusammen, wann im Endspiel denn die zwei Leichtfiguren und wann der Turm besser sind. Grundsätzlich ist hier häufig wichtig, ob noch ein zweiter Turm auf dem Brett ist oder nicht. Die beiden Leichtfiguren, die spielen gerne mit noch einem Turm, weil mehr Figuren sich natürlich dann besser koordinieren können. Die Seite, die den Turm hat, die möchte am liebsten nur mit dem Turm spielen und ja eben den Leichtfiguren dann nicht so viel Aktivität einräumen. Was wir gesehen haben, Türme und Freibauern sind ein sehr, sehr gutes Duo und insbesondere wenn eben Springer auf dem Brett sind, dann sind entfernte Freibauern auch ein absoluter Luxus für den Turm, denn der Springer kann sehr schwer von einem Flügel auf den anderen wechseln. Ja, was haben wir noch gesehen? Die Leichtfiguren fühlen sich grundsätzlich natürlich an einem Flügel wohler. Das ist auch sehr logisch. Und für die Leichtfiguren ist es dann auch noch wichtig, dass sie irgendwelche stabilen Punkte haben, auf denen sie stehen können. Also irgendwelche Vorposten, im Zweifel einfach Felder, wo sie nicht vertrieben werden können, sodass sie gut zusammenarbeiten können. Falls ihr das nochmal irgendwie nachlesen wollt, ich habe eine kleine Zusammenfassung dazu auf meinem Blog, also da könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Da sind auch nochmal die wichtigsten Stellungen wiederholt mit den groben Ideen. Einfach, ja, falls ihr das irgendwie, nachdem ihr eine Nacht drüber geschlafen habt, nochmal anschauen wollt und ja, nochmal ein bisschen wiederholen, weil das kann natürlich viel Stoff auf einmal sein. Ich hoffe aber, es hat euch gefallen und ich hoffe natürlich auch, dass ihr bei den weiteren Teilen wieder einschaltet, denn wir sind noch lange nicht fertig.